Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur ersten Sendung in diesem Jahr. Und es entspricht einer Tradition, dass wir zunächst einmal diejenigen begrüßen, die uns eigentlich das Material liefern für unsere Gespräche, nämlich die Kulturschaffenden. Mögen sie aller Orten ein gutes Händchen haben und sehr schöne Inszenierungen und Stücke herausbringen. Und Ihnen natürlich, meine Damen und Herren, die Sie auch davon abhängig sind, Ihnen wünschen wir dann schöne Stunden in den Theatern, Opernhäusern, Konzertsälen. Bitte ärgern Sie sich nie, sondern erfreuen Sie sich der schönen Dinge. Wir wollen gleich sagen, worüber wir heute sprechen werden. Das sind nun im Mittelpunkt eigentlich nicht so sehr schöne Dinge, sondern das ist der Kulturabbau, der aller Orten stattfindet. Darüber muss man mal doch hier und da ein bisschen ernsthaft reden. Und dann werden wir natürlich auch in die komische Oper noch einen Blick werfen, wo ja in der letzten Zeit sehr viele Premieren herausgekommen sind, jetzt schon wieder eine, die wir nicht besprochen haben. Und dann denken wir auch an ein paar Dinge, die so verloren gegangen sind. Beispielsweise ist ein Mensch vielleicht in diesem vergangenen Jahr 2013 nicht genug gewürdigt worden. Das ist der Paul Hindemith, der doch in Berlin seinerzeit viele Verdienste sich erworben hat. Also, es geht los und wir blicken in die komische Oper, zunächst Heiteres. Ja, die komische Oper hat sich es zum Prinzip gemacht, seit der Ära von Berikoski das Jahresende etwas komisch zu beschließen. Mhm. Wir haben gerade den Satz hier im Raum gehört, ernst ist das Leben, heiter die Kunst, das ist dann das Motto. Und nach der Bayadere im Vorjahr stand nun mit der Herzogin von Chicago wieder am Jahresende eine konzertant aufgeführte, und zwar semiszenisch aufgeführte Operette von Emmerich Kallmann auf dem Programm. Und Emmerich Kallmann erweist sich auch in diesem Werk wieder als ein Meister, der schöne Walzerfolgen, Chardas, Melos und auch Zimbalklänge wunderbar zu amalgamisieren weiß mit den Klängen der Zeit, nämlich die aus Amerika kommenden Strömungen nimmt er auf und verarbeitet in dieser Operette Tänze wie Charleston, Slow Fox, Foxtrot und natürlich sind auch Jazzklänge mit dabei. Und das Ganze geht auf und dieses Konzept, das er hat, trägt, wie der Abend zeigt, sich auch noch heute. Und dieser Abend nimmt auch sehr schnell Fahrt auf, weil nämlich verzichtet wird auf alle Dialoge. Das Stück würde sonst fast 5 Stunden dauern. So dauert es nur 1,5 Stunden. Und an die Stelle von Dialogen tritt eine Konferenz, die vorgenommen wird von Gail Tufts mit ihrem unverwüstlichen Denglisch. Ist sie natürlich eine Stimmungskanone und sorgt dafür, dass der Abend gleich richtig in Fahrt kommt. Und nicht nur das, sie erklärt dann natürlich dabei auch in aller Kürze, und darin liegt ja bekanntlich die Würze, wie es bei Lehar heißt, in der Lustigen Witwe, die Handlung. Und worum geht es in dieser Operette? Es geht, wie fast immer in dieser Zeit in der Operette, um einen armen Prinzen. Mhm. Aber es gibt, Gott sei Dank, in Chicago eine Millionärstochter und die hat schon was von ihm gehört, die liebt ihn. Aber dieser Prinz ist eigentlich der Prinzessin Rosemarie versprochen. Aber nun kommt die Millionärstochter nach Europa mitsamt ihrem Sekretär. Der Sekretär sieht Rosemarie, Rosemarie sieht ihn und der Prinz liebt auch nicht Rosemarie. Und so gibt es also zunächst erstmal schon so viel Klarheit, dass eigentlich die mit füreinander bestimmte Prinzessin und der bestimmte Prinz nicht zusammenpassen. Nach vielen Verwirrungen, nach vielem Tanzbeingeschwinge, nach Neckereien und kleinen Streitereien und auch einen Schlückchen Champagner, ist man am Ende so weit, dass
Friede, Freude herrscht und dass am Ende die Paare zueinander finden. Inzwischen hat sich das Publikum auch wirklich anstecken lassen von der netten Atmosphäre. Keiner wollte hier Tiefsinn, sondern alle wollten Frohsinn. Und der verbreitet sich dann auch. Und dann ist man also auch so großzügig und sieht dann auch gerne darüber hinweg und hört auch gerne darüber hinweg, dass Gail Tufts mit ihren selbstgestrickten Texten sich öfter verhaspelt und sich in ihnen verhaspelt und verhakelt. Und dass die Sängerin, Millionärs, also die Millionärstochter, auch nun keine stimmlichen Offenbarungen darbietet, das spielt dann keine Rolle. Dass der Chor auf Wort unverständlich singt und dass das Buffo-Paar am besten sich im Hüftschwung präsentiert, das wird gerne hingenommen. Aber es gibt einen wirklichen Erfolgssänger an diesem Abend, das ist Scholtan Nyeri, der den Prinzen singt. Das ist ein richtiger Operettentenor, der mit Schmelz und auch mit einigem Glanz den Abend grandios bewältigt. Und begleitet wird das Ganze vom Orchester von Florian Ziemen, der sehr viel Energie aufwendet, manchmal sehr knallig zu werden. Und da geht das Temperament mit ihm durch. Aber alle freuen sich darüber, es herrscht großer Frohsinn. Und in meinem Kopfe ging dann vor, was würden wohl, wenn jetzt eine unserer Regieverfremder dabei säßen, was würden die sagen? Würden die sich die Haare raufen, ja oder nein? Diese Frage bleibt für mich offen. Ich vermute, sie würden sich die Haare raufen. Aber alle waren jedenfalls glücklich an diesem Abend. Das ist doch wunderschön. Das ist ja auch mal was. Ja. Also ich setze eigentlich diese Linie von Ihnen fort. Im Hans-Otto-Theater in Potsdam gab es in den letzten Monaten des Jahres gab es 3 Musicals im Spielplan. Das ist eine ganz seltene Häufung. Das ist einmal My Fair Lady, das ist ein Dauerbrenner nach wie vor. Und dann gab es die High Society, die inzwischen abgesetzt worden ist oder abgespielt, wie man gesagt hat, weil eben das Publikum das schon alles gesehen hat. Und neuerdings gibt es dort auch schon jetzt seit einiger Zeit ein Musical, was einen merkwürdigen Titel hat, Frauen am Ende des Nervenzusammenbruchs. Das geht am auf Ende? Ein... Am Rande, vielen Dank. am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ja. Nein, das wäre ja dann nicht lustig. Dann wäre nichts mehr los, nein, wirklich. Also jedenfalls ist das eine Geschichte, die kommt vom Broadway und ist nach einem Film. Also man muss ja neuerdings nur ins Kino gehen, weil überall wird ein Theaterstück oder ein Musical nach einem Film produziert. Und das habe ich nun in dem Fall nicht getan. Ich war in dem Film nicht. Der ist von Pedro Almodovar. Und die Musik hat ein David Jatzbeck gemacht, hat Latino-Rhythmen in diese Geschichte getaucht. Naja, kurz und gut, es geht in dem Fall nicht um eine, wie nannten Sie vorhin, das Mädchen in der Operette, in der komischen, die dauernd... Keine Millionärstochter? Keine Millionärstochter, nein. Hier geht es um einen Schlingel von einem Mann, der lauter Frauen vernascht, sage ich jetzt mal, und dann die Kurve kratzt und sogar den Koffer nicht selbst abholt, sondern abholen lässt. Also, naja, wissen Sie, es ist natürlich, es ist nichts Geistvolles, sondern es ist ausschließlich Unterhaltendes und es ist schwungvoll gemacht und Packendes und Turbulentes und Spannendes. Und was mir aufgefallen ist in Potsdam, der Regisseur ist ein Schweizer, und zwar Stefan Huber. Der Bühnenverantwortliche ist ein Wiener und der Choreograf heißt Friedrich Bührer. Den fand ich auch sehr gut. Wunderschöne Übergänge.
viel Licht, viel Farbe. Heute kann man ja mit diesen neuen Mitteln doch sehr viel zaubern auf der Bühne, was man vor Jahrzehnten nicht so gekonnt hätte und mit nicht so viel Geld. Dann im Mittelpunkt Christiane Hagedorn als Gast, eine Zentralfigur, und Herr Klebe, der von uns beiden geschätzte Bernd Geiling, ist mal wieder der männliche Protagonist. Und das hat mich darauf gebracht, dass, also wenn er nicht wäre, könnte in Potsdam vieles nicht laufen. Der ist so wendig und auch in diesem ganzen Genre des Musicals so zu Hause, dass man meinen könnte, er habe das studiert. Glaube ich aber gar nicht. Es ist wahrscheinlich eine glückliche Fügung, dass in Potsdam so ein Ensemble engagiert worden ist, wo eben solche Schauspieler dabei sind, die beides bewältigen können, Schauspiel und Musical. Und wahrscheinlich wird man bei den Neuengagements auch ein bisschen nach Musical-Ausbildungen auch gucken. Mhm. Und so kommt so etwas Wunderschönes zusammen. Es macht allen sehr viel Spaß. Und es ist eine siebenköpfige Live-Band dabei, die musikalisch diese Sache betreut. Aber es bedeutet heutzutage auch großer Anstrengung, um ein Musical pro Spielzeit in Potsdam herauszubringen. Das ist, kostet dann schon so viel, dass man sich vieles andere nicht mehr leisten kann. Also an zwei ist da gar nicht zu denken. Und ich frage mich, und das ist jetzt meine Frage, die ich eigentlich an Sie beide richten möchte. Mir kommt es so vor, als würden an vielen Bühnen, wenn man so mal den Spielplan sich von Provinztheatern anschaut, werden in letzter Zeit doch sehr viel oder viel, einige, ich weiß es nicht, ob es viele sind, aber auf alle Fälle Operetten und Musicals gespielt, mehr als vielleicht in den 80er, 90er Jahren, wo die Operette vielfach verpönt war. Oder wie dieser Regisseur Wernicke, ich glaube, wir hatten in Berlin auch mal was von ihm gesehen, der hat ja eigentlich mit böser Lust Operetten geradezu zerstört. Ja, und hat... ich erinnere mich an sehr heitere Abende. Ja, mit ja, ich schätze Herrn Wernicke sehr. Ja, ja. Er ist ja leider gestorben, ja, mitten in der Arbeit in Boris Godunow. Ja, ja. War ein ganz großer, und ich fand also seine Sachen an der Operette, die hatten so was Böses, Komisches. Also hat mich doch wirklich sehr erheitert. War nicht das, was man im herkömmlichen Sinne unter der Herzogin von Chicago vielleicht versteht. Das aber das der, waren schon ganz schön scharfe Abende. Aber das hätte der auch nicht gehabt. Und ich hab das war so im Volksbühnen-Dunstkreis. Aha, ja. Ja. Ich habe von ihm eine sehr schöne Carmen, die Sie ja nicht so mögen, in Erinnerung. Also die war wunderbar gemacht, auch mit wenigen Mitteln. Ja, wie ist Ihr Eindruck? Nimmt die Operette im Spielplan zu, vielleicht aus finanziellen Gründen, weil man das Haus voll kriegen will? Also ich weiß es nicht, ob das finanzielle Gründe sind, aber die Spielplanposition Operette und die Spielplanposition Musical sind eigentlich in jedem Jahr in den kleineren Theatern vorhanden. Und es kommt immer nur darauf an, was mache ich draus und welches Werk nehme ich. Und mit den Musicals, ob die immer zu teuer sind, ich weiß es nicht, ob man noch besonders dafür bezahlen muss, wenn man die Musicals mal anders auf die Bühne stellt. Die haben ja nicht bloß die Rechte an der Musik und am Wort, sondern meistens müssen die ja auch noch nach einem ganz bestimmten Kanon auf die Bühne gestellt werden. Richtig. Und wenn man sich davon freikaufen muss, das ist dann natürlich extra teuer, so wie in der West Side Story einer komischen Oper. Ich glaube, das war nicht so einfach, dass Koski erlaubt wurde, das so zu machen, wie er es macht. Darum hat zum Beispiel das Theater Cottbus, mein Dauerbeispiel, im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison, ich weiß nicht, oder war es schon zwei Jahre hier, jedenfalls wurde es lange gespielt, mit 20.000 Meilen unter dem Meer einfach sich ein neues Musical komponieren und schreiben lassen aus dem bekannten Stück. Das war auch ein ganz schöner Reißer und ein ziemlich großer Erfolg. Was die Operette betrifft, so habe ich beobachtet, dass tatsächlich eine neue Lust
am Schmalz, an der Opulenz oder auch an der Verfremdung da aufgekommen ist, dass dieses das Genre schon so alt ist, dass die Leute, die einfach jedes Jahr oder sowas das Zeug konsumieren wollten, dass die inzwischen schon so alt sind, dass sie nicht mehr ins Theater gehen, sondern dass eine neue Generation dieses Genre auch neu entdeckt. Ich denke auch dieses Standardwerk von Volker Klotz, was ja auch schon mindestens 10 Jahre alt ist, wenn nicht älter, hat da doch einiges bewirkt in den Theatern, dass die Leute neu über diese Stoffe und über diese Stücke nachdenken. Ich habe zum Beispiel das Silvesterkonzert in Cottbus gehört und mir sind 2, 3 Ouvertüren aufgefallen, wo ich dachte, das ist eigentlich tolle Musik, Resnicek oder so, man sollte sich mal das ganze Stück angucken. Dann habe ich mir den Inhalt gedacht und dachte, naja, lieber nicht, die Ouvertüre tut's. Aber es sind da bestimmt jede Menge Entdeckungen zu machen in dem Genre. Ja, auf der anderen Seite fällt mir auf, da ich ja leider auch sehr oft in Schauspiel gehe oder relativ oft, fällt mir auf, dass eigentlich die traurigen Stücke überwiegen und dass man neuerdings eine Masche hat, die kann ich persönlich eigentlich gar nicht mehr sehen, dass sich Eltern treffen, um darüber zu diskutieren, wie ihre Kinder vor so und so vielen Jahren gestorben sind bei Autounfällen und bei anderem. Und ich finde so etwas, ich habe auch einen familiären Hintergrund in dieser Sache, ich finde so etwas so furchtbar, wenn Eltern so etwas betrifft, dass man darüber gar nicht andere Menschen noch belasten sollte. Meinen auf der Sie Bühne. Am Deutschen Theater, ja, wo es um den im Krieg gefallenen Sohn geht, das habe ich auch überlegt, aus persönlichem Hintergrund auch, ob ich da hingehe oder nicht, habe mich dann aber entschlossen, das nicht zu tun. Gut. Aber das Publikum sollte auch nicht provoziert werden. Ich habe auch im Deutschen Theater ein Stück gesehen von Dialoa, auch mit einer so ähnlichen Problematik als Inhalt. Und da wurde dem Publikum gesagt, ja, setzen Sie sich wohin, wo Sie wollen. Sie können hier sitzen, können auch weiter vorne sitzen, können. Das ist, wissen Sie, das führt dann auch dazu, dass das Publikum Theater überdrüssig wird. Und das sollte man auf alle Fälle vermeiden. Also das, was, glaube ich, diese Geschichte mit der Operette berührt, auch das, was ich vorhin gesagt habe, ist ja eigentlich, das ist wieder bei Barry Kosky in der Komischen Oper wird es ja ganz deutlich, wurde es schon bei der Monteverdi-Trilogie deutlich, dass er bewusst das Publikum mit einbezieht in die Theaterabläufe. Das Publikum ist ein Teil des Ganzen. Ja. Dieses aus den Augen zu verlieren, ist eigentlich in meinen Augen schon beinahe sträflich oder sträflich, denn an wen richtet sich das Theater? Mhm. Immer ans Publikum, egal ob es heiter ist oder ernst ist. Wenn ich es ignoriere, wenn ich es verprelle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Theater leer sind. Das ist ein dickes Problem. Ich kann den Leuten sicher eine Menge zumuten, aber da muss ich auch Schlüssel finden, sozusagen die Leute zu erreichen. Wenn ich das nicht mehr im Auge habe, und ich glaube, da gibt es Leute, die sagen, es ist mir gleichgültig, sondern ich will hier eine ideologische Linie verfolgen, die ich vermittle oder auch nicht vermittle, die einfach nur meine Linie darstellt, dann wird es sehr, sehr problematisch. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn man Globsierter, das ist eigentlich das Stichwort. Shakespeare hat die Lösung gewusst. Man braucht auch nicht viele Mittel auf der Bühne, sondern man braucht Lust am Spiel und vor allem die Fähigkeit, die Leute, die da unten sitzen, zu erreichen, zu faszinieren. Also ein paar Verpreller waren in der Komischen Oper in der letzten Zeit schon auch auf der Bühne, wenn ich an den Sommernachtstraum denke oder Cosi, was eigentlich 2 Stücke sind, die Publikum ziehen könnten. Mazeppa. Na, das, da bin ich anderer Meinung. Ja. Naja, bei Mazeppa war es vielleicht überhaupt verdienstvoll, dass diese Oper aufgeführt worden ist. Und in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob Sie in der Begriff ist, der große russische Dirigent Jewgeni Mrawinski. Ja, also ich war erstaunt,
Damals war es ja die Sowjetunion und ich dachte, da kommt so ein Arbeiter- und Bauerntyp vielleicht auf die Bühne und schwingt den Taktstock. Und dann kam dieser Mravinsky, also eigentlich ein Herr wie Giulini. Absolut. Giulini war schöner, ja. aber ein absoluter Herr und auch ein großartiger Dirigent mit seiner Ausstrahlung. Er kam ja aus Leningrad, ja. St. Petersburg, aus einer uralten Kulturstadt eigentlich, ja. 300 Jahre, da würde ich mich nicht wundern. Aber gut, wir sind auch in verschiedenen Kreisen aufgewachsen. Wo vor der Revolution 1917 100.000 Deutsche gelebt hatten. Die waren eigentlich die Kader in diesem Land. Das hat aber damit nichts zu tun. Es sind nicht nur die Deutschen. Mravinsky stammt nicht aus dieser. Sicher, aber, Rudolf Kehrer vielleicht, aber nicht die Deutschen Mravinsky. Haben auch zu dieser Tradition beigetragen in St. Petersburg. Aber jetzt wollte ich nur sagen, der Mravinsky hat eine einzige Oper in seinem Leben dirigiert, sonst nur Konzerte, und das war Mazeppa. Das ist mir neulich irgendwo aufgefallen. Deswegen wollte ich das nochmal sagen. Ja, meine Damen und Herren, die Sie uns zuschauen, es vergeht doch kaum eine Woche, wo man nicht irgendeine, sagen wir doch, sehr traurige Nachricht liest oder eine bedrohende Nachricht in den Zeitungen liest oder im Fernsehen hört und sieht, wo nicht wieder Kultur in Deutschland abgebaut werden soll. Und an der Stelle, und ich finde es auch ganz gut, wenn wir das mal am Beginn des Jahres tun, muss man doch mal überlegen, was bedeutet Kultur, was bedeutet in den Städten Kultur. Wir wissen natürlich alle, das müssen wir ja nicht 100-mal hervorheben, dass diese ganze Sache aus der deutschen Kleinstaaterei entwachsen ist, dass es in jeder Stadt Theater gibt oder gab. Und wir wollen auch vielleicht keine Ressentiments schüren oder irgend sowas, dass die Engländer und Franzosen uns natürlich beneiden um diese Tatsache, denn es gibt es ja in diesen beiden Ländern nun nicht diese Fülle an Theatern. Und ein Theater ist doch in einer Stadt eine wichtige Institution. Sie gibt dem Theater, der Stadt Farbe. Und sie zieht möglicherweise auch Menschen an, die dort wohnen. Also wenn ich dann denke, es wird dann auch geklagt darüber, dass Ärzte zum Beispiel in der Uckermark irgendwo auf dem Dorf oder der Kleinstadt nicht tätig sein wollen. Ja, wenn in der Nähe ein Theater ist, dann ist das für sie auch ein Anziehungspunkt. Und für ihre Kinder hoffentlich. So. Und nun... Frau Konstantin, Sie sind ja eine Spezialistin gerade im Moment auf diesem Gebiet. Ich habe neulich von Ihnen eine Sendung gehört, wo Sie sich darüber auch sehr ausführlich ausgelassen haben. Sachsen-Anhalt ist auch sehr stark bedroht. Und wir wissen ja, wir beide sind ja nun sehr oft in Dessau gewesen. Und wie sieht da die Situation jetzt aus? Wie sieht das die ganze Spielzeit aus? Was kann man bringen, was kann man nicht bringen? Ich finde es furchtbar. Und ich finde auch zum Beispiel ein Problem, sagen wir, man muss doch von Zeit zu Zeit auch sein Ensemble erneuern. Und man muss junge, begabte Leute einladen, dass sie dort zum Beispiel in Dessau tätig werden. Ja, die sagen dann vielleicht, ja, um Gottes Willen, da verdiene ich nichts oder da habe ich keine Aussichten, ich bekomme keine Rollen. Was soll ich da? Also ich glaube, die letzte Gefahr besteht nicht, weil der Andrang, der Wunsch, irgendwo engagiert zu werden, also die Bewerber sind so viel mehr, als die Theater engagieren können. Das ist eine bedauernswerte Situation für die Künstler, eine Luxussituation für die Theater, und man nimmt da sicherlich schon leider eine ziemlich schlechte Bedingung hin von Seiten der jungen Schauspieler, Sänger, Dirigenten, die an den Theatern anfangen. Ja, ich habe vor kurzem mich mit der Kulturfinanzsituation in Sachsen-Anhalt etwas näher beschäftigt. Und es ist einfach schrecklich. Also ich kann ja mal ein bisschen was zum Vortrag bringen hier.
Also am 11. Dezember wurde der Kultur- und überhaupt der sonstige Haushalt in Sachsen-Anhalt verabschiedet. Und da war die Zahl, die herauskam, ist, es gibt knapp 6 Millionen weniger Landeszuschuss für die Theater und die Orchester. Das hat im ganzen Land, nicht? Im ganzen Land, ja. Sachsen-Anhalt. Das heißt also 2019, wenn die jetzt beschlossene Haushaltsperiode ausläuft, werden die Theater und Orchester weniger Geld haben, also von der Summe her, als sie 1996, was ja schon ein paar Tage her ist, hatten. Schließungen, Gehaltsverzicht sind natürlich die Folge. Eigentlich begann dieser ganze Prozess relativ vernünftig in Sachsen-Anhalt, denn man hat einen sogenannten Kulturkonvent einberufen, vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerung altert und schrumpft. Und der Kulturkonvent sollte, das war so die heimliche Absicht, erklären, wie man alles billiger und weniger machen kann für weniger und ältere Leute. Der Kulturkonvent hat aber gesagt, wer weiß, ob die Prognose stimmt. Und wir gucken erstmal, was wir überhaupt haben und sind zu der Feststellung gekommen, man braucht mehr Geld, denn die meisten Künstler arbeiten nach Haustarifen, was ja eigentlich eine grobe Unverschämtheit gegen hochqualifizierte Musiker und Künstler ist, dass die bis zu 20% Gehaltsverzicht einfach so ertragen müssen, klaglos. Und es ist nicht nur für die Künstler schlecht, sondern die werden mit Freizeitausgleich sozusagen entlohnt. Was bedeutet das kleine Theater, Stendal, ich weiß es auch aus Zwickau, die haben einfach mal ein paar Wochen zu, weil die Leute Freizeit haben, die sie nicht bezahlt haben. Kurz nochmal zu Sachsen-Anhalt. Also im Laufe der Zeit wurden in Magdeburg 10% der Mitarbeiter entlassen. In Halle gab es große Orchesterfusionen vom Opernorchester und von der Hallischen Philharmonie. Geschlossen wurden Theater in Zeitz und Wittenberg schon lange. Also dann gibt es in Stendal, Eisleben und Thale seit Jahren kein Orchester mehr, aber früher welche waren. Zurzeit gibt es 6 Orchester noch in Sachsen-Anhalt. Das ist eigentlich noch eine ganz gute Struktur, denn es muss kein Einwohner dieses Landes weiter als 65 Kilometer fahren, um irgendwie Kultur, Theater, Musik genießen zu können. Mit dem Fahrrad stelle ich mir das nicht so einfach vor. Es fährt eigentlich selten jemand mit dem Fahrrad ins Theater. Ach, sagen Sie das nicht? Na gut, das kann man in Berlin machen, aber es ist eigentlich albern, diese Bemerkung, wenn ich mir das erlauben darf. Man fährt schon mit dem Auto oder mit dem Bus, da gibt es auch Anreizsysteme. Aber immerhin ist für alle das jetzt im Moment noch ganz gut möglich. Also es geht im Wesentlichen darum, die jetzige Struktur irgendwie zukunftsfit zu machen. So hat der Kulturkonvent beschlossen und 180 Einzelvorschläge in einem schicken Buch gebunden zu 6 Themen herausgegeben. Und kaum war diese Arbeit beendet des Kulturkonvents, da hat die Landesregierung gesagt, Tonne. Und wir beschließen jetzt ganz was anderes. Also bürokratisch, politisch, undemokratisch haben sie entschieden. Magdeburg ist der Maßstab aller Dinge in Sachsen-Anhalt, behält sein Geld. Halle soll 2,8 Millionen weniger haben. Aber entschuldigen Sie. Das ist aber wieder aufgehoben. Ganz schlimm trifft es Dessau mit 2,9 Millionen weniger. Ich rede immer vom Landeszuschuss, nicht vom kommunalen Zuschuss, die das eigentlich tragen. Eigentlich hat doch Halle eine viel größere Tradition als Magdeburg. Mag sein, aber Magdeburg ist die Landeshauptstadt. Also das dürfen Sie nicht mit einem Magdeburger diskutieren. Politische Überlegung. Ja, also so ist das nun mal. Dann die Landesbühne Eisleben wurde auf Null gesetzt, kriegt jetzt 400.000 Mark, muss von 40 Leuten 10 entlassen, um weiter zu existieren. Naumburg, diese klein winzige Bühne bleibt und auch das Nordharzer Städtebundtheater bleibt und Stendal bleibt auch. Es gibt so ein paar Meinungen dazu, die Zeitung hat prominente und weniger prominente Leute sich dazu äußern lassen. Und besonders ein Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, ein CDU-Politiker, der Moderator für das Kulturkonzept in Dessau war, der, ich zitiere mal ein bisschen, aus meiner Sicht ist es nicht zu befürworten, die Schließung, dass das Theater Dessau selbst bei der Schließung von Schauspiel, Ballett, Puppentheater und Kinder- und Jugendtheater kann diese Kürzung nicht auffangen. Das Orchester verzichtet bereits jetzt auf 20% seines Einkommens. Und wenn der Haustarifvertrag auslaufen wird und trotzdem weiter Stellen gestrichen werden, dann weiß man nicht, ob das Orchester in Dessau den Vertrag verlängern wird. Was dann passiert, kann man sich denken. Dürfen wir an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Einschnitt machen?
Orchester wurde ja jetzt eben besonders hervorgehoben. Das hängt doch damit zusammen, dass die Orchestermitglieder bleiben doch über längere Jahre an einem Haus. Die wechseln doch nicht wie Sänger oder Schauspieler und sind doch vielfach in einem recht fortgeschrittenen Alter schon, wenn man sie sitzen sieht. Und die sind unkündbar. Genau. Und sie bekommen ja, ich weiß nicht, alle 2 Jahre oder so gibt es doch etwas mehr Geld. Und insofern sind alle Musiker in den Orchestern besser finanziell bestellt als alle anderen, naja, nicht alle, die Bühnenarbeiter auch zum Beispiel. Und der Chor, die haben auch nicht. Das führt natürlich dann auf die Dauer dazu, dass das Orchester insgesamt einen Großteil des Budgets verschlingt und dass dann auch andere Sparten der Häuser neidisch sind. Und das wird dann auch vielfach von den Kulturfunktionären, nenne ich sie mal, missbraucht, indem die so ein bisschen Missgunst sehen und die eine Sparte der anderen nicht mehr gewogen ist, was vorher nicht der Fall war. Also dazu möchte ich überhaupt nicht sagen, das ist eine Frage des Klimas in den einzelnen Häusern. Ja, natürlich, ja. Also das finde ich. Also ich denke auch, die Orchester sind immer noch am besten gesichert, aber mit den Haustarifverträgen nützt ihnen das auch alles nicht so sehr viel. Die haben also auch massiven Gehaltsverzicht und ich meine, Orchestermusiker, das sind hochqualifizierte Leute und auch in den kleineren Orchestern. Und es ist eigentlich ein Irrtum, dass die alle fortgeschrittenen Alter sind. Das ist mal so gewesen. Inzwischen sitzen, wenn man sich die Orchester anguckt, in Zwickau, in Magdeburg, in Dessau, in Cottbus, wer weiß wo, da sitzen überall junge und sehr gute Musiker. Ich habe im vergangenen Monat erlebt, das Orchester, ein Kammerorchester in Wernigerode, ein anderes in Schönebeck, die sind topfit. Also man staunt nur, das war einmal, dass die sagen, die können ja nicht mehr Bläserokkert halten. Das ist heutzutage nicht mehr so. Naja, aber das ist doch ein organisches Wechseln. Es ist doch nicht so, dass schlagartig jetzt, sagen wir mal, 20 Leute aus dem Orchester weggehen, altersbedingt, und gleichzeitig neue dazukommen. Das ist doch hier und da und dort, wo gerade eine Position frei ist. Ja, natürlich. Also obwohl man manche Orchester haben sich auch ziemlich stark erneuert, dass es gab Kündigungen und wer nicht 15 Jahre da ist und nicht gerade lebenslänglich angestellt wie bei den Philharmonikern, dem kann man sicherlich auch kündigen. Also man hat die Dirigenten, von denen es ja auch eine Fülle gibt, wo sich 60 Leute auf einen Posten wie den in der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie in Schönebeck bewerben. 60 Dirigenten bewerben sich da. Also da ist der Leistungsdruck selbst in den kleinsten Ensembles so hoch und die Qualität ist auch so hoch, dass es eigentlich mit nichts zu rechtfertigen ist, die einfach auf 20% ihres Geldes verzichten zu lassen. Ja. Jetzt frage ich Sie beide. Ich würde jetzt ganz gerne dann auch über Mecklenburg und Schwerin sprechen. Das Haus ist ja seit vielen, vielen Jahren auch gefährdet. Und da kommen abstruse Vorschläge, was man alles machen soll mit Fusionieren und so weiter. Ob wir jetzt nicht sprechen über Hindemith, der den 50. Todestag hatte am Ende des Jahres 2013. Und soviel ich weiß, ist in Berlin gar nichts groß von ihm aufgeführt worden anlässlich dieses Jubiläums, wenn man es so nennen darf, während man mit Wagner und Verdi natürlich, obgleich es natürlich bedeutendere Komponisten waren, sehr viel getan hat. Und jetzt nenne ich ihn mal einen Spruch von Werner Finck. Habe ich schon in einer anderen Sendung getan, aber in diesem Fall ist es ein anderer Spruch. Also Werner Finck kommt, ich meine, es muss, Sie korrigieren mich, Herr Klebe, wenn ich jahresmäßig mich irre, ich meine 35 kommt er heraus, wahrscheinlich wieder bei Willi Schäffer oder wo, und sagt, ja, erst her du mit, dann hin du mit, dann ging der Wengler fort und übrig blieb nur Blech. Und das war eine hochpolitische und geistvolle Aussage, gerade auch mit diesem Schluss. Blech war ja jüdisch
Und der blieb, und tatsächlich ging ja Furt Wengler weg. Und dieses Wortspiel da mit Wengler Furt, das ist ja tatsächlich der Fall gewesen. Zuerst haben die Nationalsozialisten sich gefreut über einen deutschen modernen Komponisten. Und dann hat ihm Goebbels aber in kurzer Zeit nachgesagt, dass er ein Kulturbolschewist ist. Das soll man, also dieser Schwachsinn, eigentlich Kulturbolschewist bei einem deutschen Komponisten. Und er hat ja dann in einer, die Politik wurde ja damals im Sportpalast ausgetragen. Dann hat er den Hindemith bezeichnet als einen atonalen Krachmacher oder so. Ja, und er hat ihn dermaßen diffamiert. Herr Klebe, Sie wollten auch etwas zu diesem Hindemith sagen. Die Situation von Hindemith eskalierte natürlich vor allem deshalb, weil Hindemith aus einfachen Verhältnissen kommend jemand war, der den Blick nie verloren hat auf die Menschen, die Musik liebten, aber nicht das Geld hatten, Musik entwickeln zu können für sich und sich überhaupt um Musik zu kümmern. Und das hat ihm natürlich eine politische Haltung mitgegeben auf den Lebensweg, die überhaupt nicht korrespondierte mit dem, was die Nationalsozialisten wollten. Sie haben ihm ja auch im Grunde kein Berufsverbot erteilt 1935, sondern sie haben ihn beurlaubt. Das ist eine kleine Nuance, die man da sehen muss. Das heißt also, er hätte hier leben können irgendwo, als Arbeitsloser eigentlich, aber jedenfalls war er nicht in dem unmittelbaren Maße verfolgt. Was man bei Hindemith eben sehen muss, so wie Hartmann in die innere Emigration gehen, etwa die sowas. Innere Emigration, Hartmann war ja ein Beispiel dafür, nicht? Ja. Und also das, Amadeus Hartmann, das ist bei Hindemith ja alles anders verlaufen. Er hat auch einen Anwalt gefunden, das war ja ein Glücksfall, dass Furt Wengler 1934, als die Mattes-Symphonie aufgeführt wurde, dann in der Presse ein klares Wort gesagt hat zu den Entwicklungen und sich für Hindemith eingesetzt hat, für sein Können auch eingesetzt hat und sich hinter Hindemith gestellt hat, was dann dazu geführt hat, dass er als Chef der Staatsoper zurücktrat, als Chef der Philharmoniker und, was sein Glück war für die Nachkriegszeit, dass er die Vizepräsidentenfunktion in der Reichsmusikkammer aufgegeben hat. Das war für Furt Wengler dann der Glücksfall, konnte keiner ahnen. Aber das ist so der Hintergrund. Und was was Goebbels auch nicht mitvollzogen hatte, Hindemith war zunächst mal ein Radikaler, ist auch nur verständlich aus seinem Werdegang, wurde schon als Zweijähriger von seinem Vater, der gerne Musiker werden wollte, getrimmt mit seinen Geschwistern. Die sind als Kinder über die Dörfer gefahren, als Kindertrio und so weiter. War jemand, der also auch seine Verdrückung hatte, die hat er als Komponist zunächst mal sehr frei ausgelebt. Als er 25 war, hat er gemerkt, du musst die Sache kanalisieren. Und nachdem er zuerst als Bürgerschreck galt, war er dann jemand, der gesagt hat, wir müssen also der ganzen Sache eine Form geben. Und die muss nicht romantisch sein, aber es ist eine neue Sachlichkeit entstanden, die er auch vertreten hat. Und was ihn besonders aussah, er kam ja nach Berlin und er hat nie den Blick verloren, obwohl er hier eine Professur hatte an der Hochschule für Musik. Ab 1927 hat er ab 1929 in Neukölln, übrigens war es meine Schule, in der ich nachher war, hat er kostenlos Arbeitern Unterricht erteilt im Hören und im selber Musik ausführen, einmal in der Woche. Das hat er ab 1929 gemacht. Deshalb heißt die Musikschule in Neukölln heute Hindemith-Schule. Ja, aber das nicht ist nur der Grund, deshalb. Nicht? Aber jedenfalls war der Mann hochsozial. Das wurde freundlicherweise übersehen. Die ganze Richtung hat den Leuten nicht gepasst. Und insoweit ist er dann aus allen Ebenen herausgefallen. Noch ein Wort zu Hindemith. Der war ja so revolutionär.
wie es Herr Lachenmann, über den wir vor einer Zeit hier gesprochen haben, war und was jetzt als neue Sensation gefeiert wurde. Der hatte Stücke, da wurde gepfiffen, da wurde gelacht, da wurde gebrüllt, da wurde geschluchzt, da wurde geklatscht, da wurde geknallt und weiß ich was. Also alles überhaupt nichts Neues, war schon bei Hände mit da. Daran darf ich vielleicht mal in dem Moment erinnern. Und vielleicht darf ich an der Stelle nur mal sagen, weil Sie eben auch sagten, neue Sachlichkeit und so, dafür ist der ja eigentlich immer bekannt gewesen. Man hat ihn so in diese Schublade praktisch gesteckt. Ja. Ich habe mal mit großem Vergnügen sein Sketch gesehen, eigentlich hin und zurück in Freiburg in der Provinz. Also er hatte durchaus auch Sinn für Humor. Ganz großen Sinn. Sein Verleger hat ihn daran gehindert. Er wollte also auch Elemente der Unterhaltungsmusik verarbeiten. Daran hat ihn sein Verleger gehindert. Da gibt es einen Briefwechsel. Auch das ist ja interessant. Ja, er ist gestorben. Er war vorgesehen ja für ein Konzert in der Philharmonie am 28. Dezember 1963. Ich hatte Karten für dieses Konzert. Vormittags ist er gestorben. Aber er hatte schon vorher einen Schlaganfall, hätte sowieso nicht reisen können. Karl Böhm ist für ihn eingesprungen. Da war die Philharmonie gerade 2 Monate alt. Der Schaumann sollte sein Debüt sein als Dirigent. Karl Böhm ist dann eingesprungen für ihn. Und nebenbei gesagt, der Raum war damals problematisch. Mir ist bis heute in Erinnerung geblieben, welche Schwierigkeiten Karl Böhm mit dem Raumklang damals hatte. Der war nämlich auch das erste Mal dort. Das ist gar nicht einfach, mit einem Raum klarzukommen. Darüber machen sich Zuschauer häufig auch keine Gedanken. Ja. Hindemith hat ja auch, um nochmal auf die Musikschule in Neukölln zurückzukommen, die heißt ja nicht nur wegen des sozialen Engagements dort, Karl Hindemith, sondern das hat auch damit zu tun, dass Hindemith in der Türkei, in Izmir ja, überhaupt in der ganzen Türkei, das Musikschulwesen aufgebaut hat. Also bevor ich das erfahren habe, wusste ich überhaupt nicht, dass die Türkei ein entwickeltes Musikschulwesen hat. Und weil natürlich Neukölln eben der Bezirk ist mit vielen auch türkischen Schülern, die haben ja da eine Außenstelle sogar am Halleschen Ufer, auch deswegen. Wegen dieser Beziehung hat die Musikschule diesen Namen. Das war natürlich die Türkei des Atatürk, wo auch, glaube ich, Karl Ebert, der ehemalige Intendant der Städtischen Oper, dann auch gewirkt hat, sehr segensreich, glaube ich. Wo Ernst Reuter Verkehrskonzepte entwickelt hat, zum Beispiel als Politiker, das muss man sehen. Ja. Also da gab es schon eine ziemlich enge Beziehung. Er hat eigentlich sozusagen die Nazi-Zeit da ausgesessen, überwintert, geguckt, was sich entwickelt. Er ist 35 in die Türkei. Seine Frau blieb in Berlin. Mhm. Er hatte kein Reiseverbot. Er durfte reisen. Also insoweit hatte er schon noch einige Freiheiten mehr als andere. Und dann konnte er eben in die USA gehen, war an der Harvard University Professor und hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft nachher erhalten. Also das war so, ist dann später in die Schweiz zurückgekehrt und hat sich dann am Schluss weitestgehend als Dirigent profiliert. Ein Wort noch, Monteverdi, heute hoch geschätzt, diese sogenannte werkgetreue Aufführungspraxis stammt von ihm. Er hat sie in Wien praktiziert, 1949. Und im Orchester saß ein gewisser Nikolaus Arnoncourt. Und wenn man, davon gibt es eine Aufnahme übrigens. Und dann weiß man, wo Arnoncourt die Anregung her hat, dass er so dirigiert hat später und so weitergearbeitet hat, wie er gearbeitet hat. Aber das hat. Ist schön, dass wir darüber mal sprechen. Und ich danke auch Ihnen, dass Sie das eben erwähnt haben. Denn vieles wird ja heute so dargestellt als... Das ist meine Erfindung. Und die Presse bringt das auch und sagt, ja, das ist hier von dem und hat dem. Hat Arnoncourt nie öffentlich erwähnt. Ja, nicht? So ist es. Ich würde jetzt die Technik bitten, uns einen Ausschnitt einzuspielen, oder den wir, Herr Hickisch und ich, im Maxim-Gorki-Theater erlebt haben. Denn ich sehe, die Zeit ist schon vorgeschritten und wir wollen auf keinen Fall, dass das wegbleibt. Und auch Ihnen beiden empfehle ich jetzt sehr, die Augen aufzumachen über das, was Sie da zu sehen bekommen. Und zwar ist das eine Fotoprobe zur Übergangsgesellschaft von Volker Braun, inszeniert von Lukas Langhoff.
Das hier ist scheiße. Was soll denn das sein hier? Für ein Krickelkrackel? Hä? Was für eine Kategorie Malerei soll denn das sein, bitteschön? Abstrakt? Realismus? Expressionismus? Hier drinnen und hier drinnen herrscht Ordnung. Los, Irina, mach mit! Mascha, lauter! Hier, links, wo das Herz schlägt! Und wisst ihr, wer noch dabei war? Der war dabei! Also schade, diese Produktion ist leider total in die Hose gegangen. Es soll auch in Berlin keine einzige Zeitung gegeben haben, die eher positiv berichtet hat. Das Ganze ist wohl auch mehr eine Textmontage als eine richtig chronologische Wiedergabe des Textes von dem Volker Braun. Ja, Übergangsgesellschaft, man kapiert eigentlich gar nicht, ja, wo ist da der Übergang oder was kommt durch den Übergang. Schade, wirklich, der farbige Schauspieler Falilou Sek, der vor vielen Jahren mal in Potsdam sehr erfolgreich Schauspiel gemacht hat, der wirkte auch ziemlich unglücklich, als er da etwa ein Dutzend Mal schreien musste, endlich mal was Großes. Und das war es nun wirklich nicht, es war nicht mal Kleines. Vielleicht noch eine, ist das ein Warnschuss für Lukas Langhoff? Und ich finde, so ein Warnschuss kommt lieber früher als zu spät, denn schon ein alter arabischer Geschichtsphilosoph hat gesagt, Dynastien bestehen nur in drei Generationen. Sie wissen,
worauf ich anspiele. Also hoffentlich wird es besser. Aber es gab den Kirschgarten. Und diesen Kirschgarten habe ich richtig froh verlassen. Das war schon davor, vor diesem Stück. Und das war eine erfrischende Aufführung mit auch zum Teil ausländischen oder Schauspielern mit ausländischem Hintergrund, sagt man ja heute. Sehr schön gemacht, vor allen Dingen, weil nicht so sehr die, wer den Kirschgarten von Tschechow kennt, weiß ja, dass die Hauptfigur eine Raniewska ist, eine Lebedame, die aus Paris wieder zurückkommt und muss der Kirschgarten verkauft werden, weil sie pleite ist und so weiter. Diese Geschichte. Aber hier wird von der neuen Chefin des Hauses, Shermin Lankow, und ihrem Intendanten wird sozusagen der Aufsteiger in den Vordergrund gerückt. Und der Aufsteiger ist ein Türke und auch ein türkischer Schauspieler, der auch mit einem leichten türkischen Akzent spricht. Und das entspricht heute, finde ich, doch wirklich der Realität. Man wird irgendwo in Berlin durchaus auch Türken finden, die zu wirtschaftlichem Reichtum durchaus gekommen sind und ihre Auswanderung hat sich in dem Falle gelohnt. Dieser Mensch heißt Taner Sahintürk, also ein richtig türkischer junger Mann, der wahrscheinlich hier Schauspiel studiert hat. Und die eigentliche Hauptfigur, die Raniewskaja, gerät ein bisschen dadurch in den Hintergrund, aber es wird so viel gesungen, auch zum Teil werden deutsche Volkslieder gesungen und es wird rumgetanzt und es sind junge Leute, die da umherspringen, diese ganzen Töchter und von der Raniewskaja. Das hat sich dann durchaus gelohnt, dieser Abend. Und den kann ich Ihnen, meine Damen und Herren, auch wirklich empfehlen, weil Sie mit ein paar Abstrichen doch dann erkennen müssen, dass sich da vielleicht ein neuer Wind im Gorki-Theater bemerkbar macht. Also zweischneidig, einmal positiv, einmal weniger. Wie viele Minuten haben wir noch? Ja. Acht oder so. Etwa 8 Minuten. Ja, ich danke schön. Jetzt bleiben wir doch auch noch mal bei Berlin. Ich lasse das mit Mecklenburg weg fürs nächste Mal. Da gibt es doch etwas mehr zu sagen zum Tanz in Berlin. Also wir wissen ja jetzt alle, dass der Herr Malakow, der vor 10 Jahren dieses Staatsballett eigentlich hier als Chef übernommen hat, Ende der Saison geht und dass ein spanischer Choreograf ihm folgen wird, das ist bekannt. Jetzt gibt es noch mal eine Gala, Malakow and Friends, die gibt es im Februar und im März noch ein paar Mal. Gala-Vorstellungen sind ja immer etwas gewohnt Schönes, weil sich da die tänzerische Elite der Welt sozusagen trifft. Das ist eine gute Sache. Und ich komme jetzt bei Malakow auf den Ausspruch von Gustav Rudolf Sellner. Sie kennen den Namen, na, selbstverständlich, aber wir haben ihn ja noch erlebt als Regisseur an der Deutschen Oper. Er kam ja eigentlich vom Schauspiel und der hatte gesagt, 10 Jahre ist für einen Intendanten genug, nach 10 Jahren müsse man wechseln, sonst nimmt man einen nicht so guten Abschied von einer Stadt. Und wir haben das ja auch erlebt, dass in Berlin andere Regisseure und Intendanten etwas länger geblieben sind und das ihnen dann nicht so gut bekommen. Ja, man regt sich nicht mehr an, gegenseitig, ja, Ensemble und ja, Chef. Genau. Schade eigentlich, aber es ist so. Ja. Und nun werden manche sagen, Malakow, schade, dass er geht. Die haben ihn in Erinnerung als tollen Tänzer, als er hier ankam. Und auch ein Tänzer mit vollendeter Technik.
Und dann ist er ja auch wohl gestürzt und hat Unfälle gehabt. Und da werden dann manche vielleicht auch sagen, na ja, es ist Zeit, dass er geht, aber es ist schade. Es ist so. Einfach der Lauf der Welt, leider. Nicht? Ist leider immer so gewesen. Und nun gibt sicher ist dieser Herr Malakow auch sehr enttäuscht, dass diese Entwicklung so gewesen ist. Hat ja auch diese Tänzerin Semyonova vermutlich auf dem Gewissen, weil sie mit ihm nun nicht mehr konnte oder weiß ich, wer da die Schuld hatte. Und nun gibt es ja in Berlin eine andere Dame, nämlich Sascha Walz. Und diese Sascha Walz hatte sich offenbar Hoffnungen gemacht, möglicherweise die Nachfolgerin als Intendantin des Staatsballetts zu werden. Auf alle Fälle las man, dass da das hin und her ging mit Senat und Herrn Schmitz und weiß ich wem, die dafür Verantwortung hatten. Aber jedenfalls ist es nicht so gekommen, wie sie wollte. Ja, also das weiß ich nicht, ob sie Ambitionen auf dieses hochklassische oder zutiefst klassische Ballettensemble hatte. Ich weiß nur, dass Sascha Walz eben auch nicht genug Geld bekommen hat, um ihre feste Kompanie in Berlin hier weiter etablieren zu können. Dass sie zwar in Berlin bleiben möchte, aber irgendwann gab es die Äußerung, ja, dann muss ich mein ganzes Ensemble entlassen. Aber sie will ihren Schaffensmittelpunkt wohl doch in Berlin haben und Ensemble entlassen. Das wird dann auf Stückverträge hinauslaufen, also mit jedem einzelnen dieser Tänzer. Ja, also ich denke mal, was sie versucht hat, aber sie hat ja hier Anerkennung, ja. Große Anerkennung in Berlin gefunden. Sie ist ja hier nun im Grunde seit 1996 fast in jedem Jahr mit einem Preis ausgezeichnet worden und so weiter und so fort. Sie suchte natürlich nach dem Erfolg einer Staatsoper mit Sacre du Printemps, suchte sie und mit der bevorstehenden Produktion Tannhäuser, die sie als Regisseurin betreut, eine feste Anbindung an ein Haus. So kann man es vielleicht sehen, dass sie also auch über Festmittel stärker abgesichert ist. Wenn man das Konstrukt ihres Wirkens sieht, dann muss man sagen, sie hat gerade vorher über 15 Jahre einen Vertrag abgeschlossen, Mietvertrag mit den Sophienseelen. Das heißt also, so richtig glaubwürdig wird die Drohung mit dem Weggehen damit nicht. Sie hat feste Mittel im Jahr. Inzwischen sind die gestiegen von 675.000 Euro auf 975.000 Euro. Sie hat 15 Feste oder 13 Feste, so etwa in dieser Größenordnung, 33 Mitglieder, die dann also wirken. Und sie hat auch eine Reihe fester Mitarbeiter, die natürlich dann Administration und Ähnliche und alles, was dazugehört, machen müssen. Sie hat muss man sagen, im Radialsystem Aufgaben. Sie hat Aufgaben im Bereich des Theaters der Schulen. Und es gibt Kritiker, die sagen, naja, es ist inzwischen Sascha Walz und Co., also ihr Mann, Jochen Sandig und dann noch der Herr Volkert, sind sozusagen schon ein weltweit, also ein global agierendes Familienunternehmen. Sie ist auch sehr umtriebig, das muss man einfach sagen. Das muss man sein. Muss sie auch sein. Und sie bekommt, und da glaube ich, gibt Berlin ja auch Mittel, mit denen sie dann woanders brillieren kann. Sie kriegt für jede Produktion, die sie dann in Berlin macht, auch noch 40%. Sie kriegt Mittel der Klassenlotterie. Also sie ist im Vergleich mit anderen dann schon wieder komfortabel. Auf ihrem Reichen wird es nie. Aber sie weiß natürlich auch eines in dieser Szene. Und das haben wir ja überhaupt hier bisher völlig ausgespart. Wer in der Szene sich bescheiden zurückhält, der kriegt nichts. Man muss da auch dynamisch sein. Und insoweit ist das natürlich legitim, was sie macht. Klappern gehört zum Handwerk, heißt der Spruch. Und wenn wir die Verteilung der Mittel sehen, wir sind ja alle lange genug in diesem Geschäft, dann muss man sagen, es gibt schreiende Ungerechtigkeiten. Aber Herr Kliebe, noch ein ganz kurzes Wort. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Man muss hinzufügen, dass auch das Pumpwerk am Ostbahnhof, das Radialsystem neu eingerichtet wurde. Genau. Und ich hatte den Eindruck fast ausschließlich für Frau Walz, denn sie ist ja die Ehefrau von Herrn Sandig, der dort das Haus leitet.
Also ich glaube nicht, dass es der nun ganz besonders schlecht geht, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, der Frau Sascha Walz geht es gar nicht so schlecht und wir wünschen ihr auch, dass es ihr weiterhin gut geht, ebenso wie wir wünschen, dass Sie uns weiterhin in diesem Jahr zuhören. Und ich hoffe mit Vergnügen in diesem Sinne auf Wiedersehen.